Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stone Shard. Ich habe etwas offscreen gemacht, und zwar pyromantische Abhandlung 1. Haben wir schon mal gelesen. Und jetzt habe ich es auf jeden Fall. Und ich kann euch ja sagen, wie ihr an das rankommt. Und zwar ist mir aufgefallen, bald habe ich zu essen dabei. Ich hau mir noch kurz was. Eine Teigtasche. Eine Brezel. Ist mir aufgefallen, dass der Typ hier rechts immer ein wechselndes Angebot hat. Der hier oben. Der. Von Büchern. Also, schaut man, hat er das, was ich will? Nein? Dann gehe ich zurück ins Hauptmenü, lade wieder und so mache ich das immer wieder, bis er das hat, was ich möchte. So funktioniert das. Aber jetzt brauche ich das Buch nicht mehr. Das kann weg. Was ist das? Das ist unsere Karte. Warum liegt die eigentlich da oben? Ach, ich habe mich mal umgeändert. Ich erinnere mich. So, ja. Ansonsten hat er jetzt nichts, was ich brauche, oder? Splitterschaden, was ist das? Ein schönes Schild. Langschild. Ah, ich glaube, ich bin mit meiner Ausrüstung soweit zufrieden. Repariert habe ich auch nochmal alles hier so ein bisschen. Übrigens, wenn ihr zum Schmiedegesellen geht, dann speichert und dann wieder zum Schmiedegesellen, dann ladet dann wieder zum Schmiedegesellen geht, dann hat er immer wieder ein neues Reparaturwerkzeug. Oh, was ist noch so ein bisschen beschädigt? Das ist 48. Oh, geht trotzdem so weit runter. Wie gemein ist das? Das scheint noch ein Fehler zu sein. Das ist noch okay. Das ist noch okay. Okay. Echt teuer. So, folgendes. Quest geht aktuell noch nicht weiter. Und es kann sein, dass ich das Spiel dann einfach nachspielen muss, wenn es dann weitergeht. Ich würde dann tatsächlich warten, bis es ein bisschen weitergeht. Ich kann es euch nicht sagen, vielleicht geht es aber doch so, dass... Das hat gewechselt, das ist falsch. Also, dass ich den Charakter dann neu erstellen muss, das hoffe ich jetzt nicht. Wenn, würde ich ihn... Wenn nicht, ich würde wahrscheinlich warten, bis ein bisschen mehr kommt, ein bisschen mehr Content kommt. Vorher würde ich jetzt nichts machen. Ich verkaufe mal dieses Zeug. Ach, das kaufst du gar nicht, okay. Egal. Aber ich möchte mit euch noch die ganzen Fragezeichen ablaufen. Und das erste wäre permanent nach links laufen. Das holen wir uns als erstes. Und bevor ich das mache... Ne, das muss ich hier machen. Das war klar, das ist wichtig. Aber hier würde ich jetzt gerne mal Magie lernen. Yay! Also immer weiter nach links laufen. Ich werde versuchen, meine geistige Gesundheit zu erhöhen. Das heißt, ich werde Minze suchen. Nach Möglichkeit werde ich Minze mitnehmen, wenn ich denn welche finde. Ein bisschen Durst schadet jetzt nicht. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt... Ich kann jetzt die Gegner von fern attackieren. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon wollte. Dass ich halt einen Angriff machen kann, bevor ich am Gegner dran sein muss. Weil das echt nervig ist. Waldviper, wo ist die Waldviper? Ach da! Das war die falsche Taste, aber egal. Ich wollte eigentlich die 5, ich wollte das Vieh abfackeln, bevor... Naja, egal. Also das Reparaturset hat anscheinend noch ein paar Fehler, habe ich jetzt gerade feststellen müssen, leider. Es war sehr teuer, denn das hat 500 gekostet. Aber ansonsten ist ganz gut. Ich habe auch überlegt, ich will vielleicht doch nicht mehr... nicht bessere Gegenstände, weil meine Ausweichenchance ist eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, ich krieg ordentlich Schaden.
Aber solange ich nicht extrem hohen Ausweichwert habe, würde ich jetzt nichts machen tatsächlich. Hier ist die Gruft, in der waren wir schon drin. Die müsste jetzt auch geschlossen sein. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich den Rucksack weggeschmissen habe. Aber was soll's. Mehr tragen ist jetzt auch nicht so schlecht. Was bringt der eigentlich? Naja. Nicht wirklich wertvoll, aber ein bisschen was kann ich ja mitnehmen. Ich hätte jetzt nichts gegen einen Kampf, ehrlich gesagt. Ich würde auch ständig angegriffen, mit dir passiert gar nichts. Das ist Mohn, von Mohn lasse ich die Finger. Ich könnte jetzt eigentlich auch Hasen jagen, wenn ich nicht so, wie weit reicht denn das? Oh ja, gar nicht schlecht. Also damit kann ich wahrscheinlich Hasen jagen. Und danach ist dieses Spiel wahrscheinlich auch erstmal vorbei. Es ist nicht ganz vorbei, aber ihr wisst, was ich sagen will. Nein, bleib hier, du Dreckvieh. Ich bring dich um. Den hat's zerfetzt. Guter Hase. Hase beginnt zu brennen, zu bluten. Pfote ist schwer verletzt. Hase stirbt. So, was ist denn jetzt alles ein bisschen älter? Muss ich mal ein bisschen drauf achten. Oh, erstmal die Keule, dann später. Und dann würde ich auch gern gucken, ob wir. Wo bin ich jetzt eigentlich? Wahrscheinlich hier. Vielleicht muss ich noch eins weiter. Mohn lasse ich die Finger von. Mohn ist nicht gut, das macht unsere geistige Gesundheit kaputt. Das mag ich nicht. Jetzt kann es eigentlich auch dunkel werden, also ich habe jetzt nicht wirklich Angst. Bitterklingen wert. Ich hätte schon gern was für die geistige Gesundheit. Nee. Schöne Sachen. So, jetzt müsste ich es auf jeden Fall haben gleich. Reinrennen sollte ich nicht. Pfefferminz. Kann ich nicht aufnehmen. Oh, könnte noch die Blumenwiese sein? Das kann ich nicht genau beurteilen. Kann aber auch sein, dass ich noch hier durch muss. So, hier müsste jetzt irgendwo. Ach so. Minzwurzel. Das war gleich noch eine. Wo ist eine Hase?
So, hier irgendwo müsste ja was sein, vielleicht aber auch nicht. Ich muss mir echt mal angewöhnen mitzuzählen. Minzwurzel, ah, hier läuft's aber. Ach, schön. Die geistige Gesundheit habe ich schon wieder im Griff. Also ein bisschen Kräuteroma spielen ist nicht schlecht. Ich muss ich doch noch eins weiter. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe aber auch überhaupt keine Gegner, oder? Vielleicht, weil ich nicht im Wald bin. Ah ja, es funktioniert gut mit der zusätzlichen geistigen Gesundheit. Minzwurzel. Oder ich gehe einfach mal ganz kurz bis zum Rand und lauf dann zurück. Ach, ich bin schon viel zu weit. Okay, ich bin also hier gelandet. Ich muss zwei nach rechts. Kein Wunder, dass ich nicht gefunden habe. Warte mal. Ne, ich gehe einfach zurück. Ist hier noch mehr, was ich... Ja, gehen wir die ganzen Dinge einfach ab in dieser Aufnahme. Und gucken da mal, ob wir den Kartenrand verlassen können. Das würde mich noch interessieren. So, das ist jetzt die 1. Ich muss bis zur 3 kommen. Das ist die 2. Also eins muss ich noch. Hier ist ein Ornament. Überhaupt nicht übertrieben, was ich hier mache. Die eine XP lohnt sich jetzt auch nicht wirklich. Ich schau, wie viel ich brauche. Ich hätte halt schon gern echte Gegner. Also hier muss irgendwo was sein. Das heißt, die Schlimmeres gesehen ist gar nichts. Ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht ewig brauchen, um neue Gebiete einzubauen, weil wenn ihr das Gebiet hier bauen müsst, allein schon, das könnte ein bisschen dauern. Das ist nicht, also Karten editieren ist nicht so einfach. Schachtelheim, war das nicht auch geistige Gesundheit? Nee. Hier müsste rein theoretisch irgendwas sein. Irgendwo. Irgendwann. Ah! Geben Sie Münze. Da wisst ihr was? Er stirbt höchstwahrscheinlich. Oh, klappt wirklich. Ach da. Kostet das eigentlich? Fünfzehn.
Tja, der geht nicht mehr nach Hause zu seinen Kindern. Mal schauen, was ihr so habt. Ein Becher, damit mache ich mir einen schönen Tag. Was? Was ist das denn? Alte Agraffe. Es ist das erste Mal, dass jetzt was schiefgelaufen ist. Beim Knacken, wenn ich ehrlich bin. Also wenn es nochmal passiert, dann kochen kann ich nicht. Würde gerade sagen, schlaf mal so ein paar Stündchen. So, als nächstes. Zwei nach rechts und dann nur nach oben. Geht's uns eigentlich? Oh, geistige Gesundheit ist schon ganz gut. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen was von dem Kram noch wegschmeißen. Ah, so ein scheiß Kampfköter. Wer ist denn da? Das bringt ja aber nicht viel. Autsch. Der blockt gut. Aber du blutest auch. Reisedolch, also was sind die Dinger eigentlich wert hier? Der ist was wert, der ist ein Scheißwert. Das ist auch ein Scheißwert. Aha, nein. Ein klein bisschen Durst. So, Eichen. So stelle ich mir schon eher vor. Man läuft durch die Welt und prügelt sich mit Gegnern. Oh, hab ein bisschen Hüngerchen. Oh, auch erstmal Pfannkuchen. Zwei war es genau. Müsste ich jetzt eigentlich nur noch nach oben gehen. Sieht immer aus wie die Minzwurzel für mich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist ja auch egal. Das ist Thymian genau. Also überlebt eins. Ja, klingt doch nett, amüsieren wir uns. Ich find's gut, wenn ich dich schon wegschießen kann, bevor du überhaupt was machen kannst. So geht nämlich auch meine Ausrüstung nicht kaputt. Den geht's jetzt schon schlecht. Hat es doch, glaube ich, nicht viel Erfahrung gebracht, oder? Ah, eine Quest ist halt doch besser. Ein Fliegenpilz brauche ich jetzt wirklich nicht. Quests sind wahrscheinlich eher das, was man machen sollte, um vorwärts zu kommen.
Was ein Vogel. Die müsste ich jetzt eigentlich auch wegschießen können mit Feuermagie. Vor allem jetzt, wo ich Magie habe, weiß ich, dass ich sehr viel auf Magie skillen werde. Die Todeskappe 60%. Brauche ich nicht unbedingt. Nehmen wir lieber das. Cool. So. Oh, das sinkt Vergiftung. Das war mir gar nicht bewusst. Das dachte ich mir schon fast. Acht Prozent Hunger. Bin mir nicht richtig sicher, wie groß das Ding war. Da passt es rein gut. Ich kann auch ganz gut von den Pilzen hier leben, wenn ich ehrlich bin. So schlecht sind die gar nicht. Wenn du genug Kiefernkappen hast, kannst du auch einen Giftpilz mitessen. Vielleicht nicht unbedingt die Todeskappe, aber ein Fliegenpilz ist wahrscheinlich drin. Mag die Fähigkeit. Das ist keine Minzwurzel. Ja, ist auch gemein, ich denke. Okay, ein kleines bisschen könnte ich noch essen. Ein kleines bisschen Knoblauch. Dafür die Minzwurzel. Minzwurzel essen wir. Die hauen wir uns auch gleich rein. Das habe ich auch immer ganz gern gemacht früher. Im Garten, wenn da irgendwo Minze lag, habe ich die genommen und gegessen. Nicht mal gewaschen oder irgendwas, einfach nur genommen und gegessen. Manchmal auch gewaschen, aber meistens nicht. Also meiner geistigen Gesundheit tut das echt gut, glaube ich. Dieser Waldspaziergang. Ist doch schön, wenn man einen scheiß Tag hat. Einfach mal ein bisschen Wald spazieren gehen, dann wird alles gleich besser. Wo zur Hölle bin ich ja eigentlich schon? Ich bin noch nicht am interessanten Ort. Oder vielleicht... Doch, ist das die Lichtung? Aber von so kann ich das schön vom Fernplatt machen. Wenn ich die Ausdauer habe, dann kann ich auch richtig tolle Sachen machen. Und was bringt denn die eigentlich? Ich mag die Fähigkeit.
Oh, ja, immer. Oh, ah, ich bin selber reingerannt, ich Idiot. Aber hier irgendwo muss was gewesen sein. Oder auch nicht. Bin ich schon eins zu weit wieder gewesen? Oh, ich bin froh, dass es meiner geistigen Gesundheit wieder gut geht. Weil es gibt irgendwie nichts außer. Also, ich weiß zumindest bis aktuell noch nichts außer dieser Minze, die gut tut. Kann auch sein, dass ich eins zu weit oben war schon. Ich gehe immer davon aus, dass ich über die Sachen stolpere. Aber gerade wenn ich das nicht tue. Stolper ich doch drüber. Die sehen aber ein bisschen stärker aus. Es gibt hier keine Viertel, du Idiot. Der kann bestimmt aufspießen. Den kann er nicht parieren. Ui, das tat weh. Ah ja, ist gut im. Du brennst. Gut, der ist schon mal platt. Wow, das hat weh. Der kann einfach. Der hat uns getauscht. Ist das schon... Oh nein. Okay, er blutet immerhin schon mal. Den könnte ich eigentlich schaffen. Gut. Naja, mit dem werde ich jetzt auch fertig. Da kann fast nicht wirklich eine Chance, wenn ich ehrlich bin. Fand einer auch sehr traurig, dass ich wirklich alles besiegt habe und dann beim Ausruhen umgebracht wurde. Da liegt ein Stroh rum. Gar nicht schlecht. Ein bisschen Schmerz, aber. So, jetzt eins nach rechts und eins nach oben. Aber erstmal gucken, was da drin ist. Ich denke mal, ohne Quests könnte es hier relativ schnell langweilig werden, weil hier nicht viel zu tun ist. Hier, jetzt muss ich nach oben und dann gehen wir, warte mal, ist da oben noch mehr? In die Kirche würde ich dann auch gerne nochmal gehen, danach gehen wir auch erstmal zurück. Ich brauche aber eigentlich, wie ihr seht hier, der Schmerz geht so schnell runter. Nahezu nur noch Essen mitnehmen. Wasser gibt es ja umsonst. Pilze findet man auch. Du bist doch auch ein Magier, oder? Das ist eine echt gemeine Kombination, wenn ich ehrlich bin. Oh.
Irgendwo hier. Das wäre es wichtig, aber ist es nicht. Schön, dass meine geistige Gesundheit so zunimmt. So, die Frage, gibt es hier auch noch was anderes außer diese Lager? Und dann ist die Frage, warum sind zwei solche blöden Lager direkt nebeneinander? Scheint auch ein Lager zu sein. Loote! Scheint weh zu tun. Oh, den haben wir richtig gut erwischt. Jetzt mache ich nochmal extra Schaden. Alter, das ist ja aber übel. Abgewehrt. Ich glaube nicht, dass du eine Chance gegen mich hast. Okay. Oh, danke. Was haben wir denn hier noch? Gammeliges Tuch. Noch mehr Gammelzeug wahrscheinlich. Nee, sag ich doch, mehr Gammelzeug. Okay, wie steht's denn um uns? Ich leg mal raus. Einfach nur, dass ich gespeichert habe, darum mache ich das. Ein bisschen Hungerhammer. Und schon ist es drin.